Dr. Tod. Der Arzt, dem die Leichen vertrauen. Hallo, liebe Seelen und Seelinnen. Schön, dass ihr wieder abgeschaltet habt zu meinen Gesundheitstipps. Hände waschen wird gerade überall empfohlen. Ich denke mir da, also wenn ihr den Kindern inzwischen wieder die Hygiene auf Schultoiletten zumutet, dann kann das mit dieser Seife ja nicht so wichtig sein. Aber als Arzt halte ich mich natürlich an die Regeln. Ich habe deswegen immer zwei Hände dabei, die ich regelmäßig schrubbe. Kann ich nur jedem empfehlen, eine Hand wäscht in der Krise die andere. Ich sage auch immer, gerade in dieser Zeit, Vorbeugen ist wichtig. Vor allem beim Fensterputzen. Aber wir sind ja auch gerade in Zeiten der Lockerung. Deshalb nicht vergessen, zwischendurch auch mal den Mundschutz lockern. Sonst kommen wir da nie wieder raus. Ich meine, was der kleine Mann alles an Regeln erdulden muss. Es ist wirklich unerträglich. Schaut mal, dieses Schild habe ich heute draußen fotografiert. Nicht spucken. Auf was soll man denn noch alles verzichten? Bei meiner Reise mit der Deutschen Bahn, ja, als Tod ist man nämlich auch in Viruszeiten viel unterwegs, da habe ich diesen Hinweis gesehen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Wenden Sie sich beim Niesen oder Husten, wenn möglich, von anderen Personen ab. Oh, diese Vorschriften ändern das Leben der meisten wirklich fundamental. Zu Recht. Vermissen eigentlich alle extrem anderen wieder ins Gesicht niesen zu dürfen. Diese Freiheit sollten wir uns nicht nehmen lassen. Donald Trump hat ja überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, Desinfektionsmittel direkt zu spritzen. Da bin ich als Dr. Tod schon ein bisschen neidisch. Das hätte von mir kommen können. Ich habe dafür einen anderen Vorschlag. Meine neuesten Forschungen lassen darauf schließen, dass neben einem Mundschutz eine Augenbinde sehr zu empfehlen wäre. Gerade im Straßenverkehr. Da fliegt einiges an Staub und Viren durch die Luft. Das kann ins Auge gehen. Also vor dem Autofahren, Safety first, Augenbinde auf. So, das war's auch schon wieder mit den neuesten Forschungen aus dem Jenseitsklinikum. Nicht vergessen, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt. Deshalb empfehle ich von Herzen weiter, stay at home. Wie sage ich als Dr. Tod zu meinen Patienten immer, machen Sie keinen Termin, ich komme direkt. Wir sehen uns so oder so. Dr. Tod. Der Arzt, dem die Leichen vertrauen.